Freunde und herzlich willkommen hier bei Levis Card 12. Ich begrüße euch zu einem Shopping-Video. Ja, mehr für mich. Ja, mehr Papier statt Plastik. Der Umwelt zuliebe. Neuerdings gibt es, wenn man bei Müller eine 10-Cent-Tüte haben möchte, diese wunderbaren Papiertüten, Freunde. Oder halt eine XXL-Plastiktüte. Naja, Freunde, dann schauen wir mal zusammen, was hier drin ist. Habt ihr ja kurz gesehen. Und lass uns loslegen. Ich habe viele neue heiße PlayStation 4 Spiele geholt. Ja. Und ein Switch-Spiel haben wir hier. Ja, dann fangen wir mal an. Als erstes habe ich mir Dirt 5 geholt von Müller. Da gab es ja jetzt die 20% auf Games und Spielwaren. Deshalb dachte ich mir, gönnst du dir Dirt 5 zum Launch-Tag. Und ich habe es gerade angezockt, Freunde, in einem Levis-Zockt-Video. Und ja, das Spiel ist ganz gut geworden. Obwohl es, es hat so seine grafischen, ich sag mal nicht Probleme, aber es kann besser werden. Ich muss auch das Update downloaden, Freunde. Bin mal gespannt, wie es nach dem Update ist. Also Dirt 5 für die PS4/PS5, weil es ist mit einem PS5-Upgrade verfügbar. Also falls ihr dann eine PS5 bekommen solltet, könnt ihr diese Disc reinlegen und ihr bekommt die digitale PS5-Fassung gratis. Ja, eine nächste Sache, Codemaster. So, das ist das. Dann schauen wir mal, was habe ich noch mir geholt. Ja, ihr seht, nach einem Rallye-Raser kommt jetzt ein heißer Raser. Need for Speed Hot Pursuit Remastered für die PS4. Beziehungsweise es ist ein Remaster eines Remastered. Denn das gab es schon mal als Remaster auf der PS3. Und jetzt haben wir es nochmal für die PS4 bekommen. Und es ist ein gutes Spiel, deshalb dachte ich mir, holst du dieses Spiel auch und dann kannst du losflitzen, vor den Bullen wegfahren. Ein schönes Spiel. Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Wie gesagt, der Preis, da müsst ihr noch 20% runterrechnen, dann habt ihr den Preis, den ich bezahlt habe dafür. Von EA. Yay. Von EA. Yay. Guter Spruch. So, dann habe ich für mein Bro geholt. Auch ein relativ frisches Spiel, glaube ich. Power Patrol Mighty Pops. Der mag ja diese kleinen Hundebiester, oder diese Hundeviecher sehr gerne. Und das hier ist das zweite Spiel. Wir haben ja das erste Spiel dazu und Power Patrol Mighty Pups, die Rettung der Abenteuerbucht. Wieder ein wunderbares Erlebnis mit den kleinen Hündchen. Und das bringt uns ja Nickelodeon, OG Outright Games. Und wieso lese ich hier Namkai Bando? Bandai Namco. Ja, Leute, es ist spät, sorry, aber das ist Bandai Namco. Okay. Cooles Spiel, denke ich mal. Ziemlich easy. Und auch die Trophäen werden nur so runterprasseln, Freunde. Könnte ich sogar mal zocken hier, ne? So, 3 PS3, PS4 Spiele. Was habe ich denn mit PS3? Ich weiß, Freunde, bei Dirt 5 ist ja so, das sieht ziemlich sehr nach Dirt 2 aus. Auf der PS3. Das habe ich letzte Zeit sehr gesuchtet. So, dann, Freunde, habe ich mir mal was für die Switch gegönnt. Unravel. Ja, nach der PS4-Fassung, jetzt auch die Switch-Fassung. Relativ günstig und es ist eine Cartridge, würde ich sagen. Denn wird hier stehen Code in a Box. Das ist es nicht, Freunde. Ich hoffe, dass da auch die Karte mit drin ist. Ansonsten wäre es ein bisschen blöd. Ein Rätselspiel.
Und diesmal sogar im lokalen Koop kann man dann mit einem Kumpel zusammen die Rätsel knacken, diese zwei Wollknäule, rot und blau, durch eine wunderschöne Welt. Auch von EA. Ja, zweites Game EA. Habt ihr in einem Levels-Video geschafft. Preis, auch super. Da kann man nichts gegen sagen. Ist auch von Müller, wie gesagt. Und das kam dann so 15 Euro und ein paar zerquetschte. Ja, Unravel. Das nimmt man dann gerne mit für den Preis. So. Dann, Freunde. Ihr wisst ja, ich hole gerne Hörspiele für meinen Bro und der bekommt jetzt Erwin and the Chipmunks. Das gab es jetzt, den ersten Teil bei Lidl für 3 Euro. Wollte ich ihm eigentlich holen und da habe ich gesehen, bei Müller gibt es das für einen 10er. Und dann das Dreierpack. Das macht dann 3,33 Euro pro CD. Und er hat dann die ersten 3 CDs von Erwin and the Chipmunks. Ist natürlich nicht das, die Zeichentrickserie aus meiner Kindheit, sondern eher das neu gemachte. Aber ich glaube, Erwin hat immer die gleiche Stimme, die piepsige Stimme. So, ein Hörspiel. Und dann, Freunde, habe ich hier. Das ist Dixie Kong. Die wunderbare Dixie. Ja, von Donkey Kong Country. Da seht ihr es. Ah, das ist Collect Them All. Aber Yoshi, Donkey Kong, Fire Mario, Peach, den Pilz. Und wo ist, wie heißt der nochmal hier? Und ich bin auch so ein Donkey Kong Country Fan. Dixie, Diddy Kong, glaube ich, ja. Der kleine Freund hier von Donkey. Ihr seht, es ist von 6 auf 4 und dann nochmal 20% runter habe ich dann für 3 Euro diese wunderbare, schöne Figur. Es sieht so aus, als ob Dixie Kong in so einem Glaskugel gleich eintauchen möchte ins Meer. So, zack. Und Freunde, dann hatte ich natürlich Hunger. Und dann gab es wieder was von Mc's. Und da gibt es zurzeit die Rubik's-Dinger hier. Die Rubik's-Kugeln. Nee, Rubik's-Würfel heißt das ja. Diese Würfel, Freunde. Und da konnte man sich halt. Aha. Okay, also Figur 1, 2, 3 und 4. Rubik's. Das kann man dann so irgendwie. Und was soll das jetzt bringen? Ich glaube, man muss hier dieses Rubik's-Zeichen. So. Ach so, nach Figur 1 muss man dann die Farben dann so sortieren. Zum Beispiel das Gelb muss hier hin, das Rot muss hier unten hin. Figur 2, Figur 3 und Figur 4 kann man dann nachmachen. Der Zauberwürfel. Da gab es verschiedene Formen. Eigentlich hätte ich gerne so einen richtigen Kubikwürfel gehabt, aber das ist einfach nur so dieser ja, diesen vier Steinen. Ja, das gab es dann halt beim McDonald's zu einem Happy Meal mit Hamburger und Pommes und ich nehme ja gerne O-Saft, ne? Das ist ja lecker, Schmecker. So, Freunde, das war das Shopping-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, Tüte ist leer. Ich sage bestimmt nichts. Bye, bye.